Ja, geschafft. Was hast du denn jetzt über den Handy gemacht? Ja, habe ich hier so Logic Remote draufgepackt. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn, ne? Und ja, eigentlich einfacher ist, aber... Ich weiß das auch nicht. Egal, Technik, die begeistert. Technik, die vielleicht mal funktioniert. Ja, vielleicht. Ja. Hoffentlich. Auf jeden Fall. Wir werden sehen. Ist das erste Mal jetzt hier. Ne? Wir sind ja auch über den Intro hinaus. Kommt's euch. 42. 42. 42. Wissen wir 42? Ne, 42. Komm, wenn ich mir deinen Kopf so angucke, der eine mit 40. Das ist, ja, komm. Schönen guten Tag, wir sind wieder da. Immer noch wieder da. Warum? Immer noch wieder da, genau. Aha, so. Wir sind immer noch und... ja, wir können wieder sagen, für euch ist eine Woche vergangen, für uns nicht. Ja, richtig. Wir sind höchst motiviert auf der Suche nach Mr. Right. Yes. Mr. Rechts. Und nicht Mr. Rechts. Doch, ich finde Mr. Rechts ist schön. Ja, doch. Gut, okay, dann ja. Du kannst ihn ja nennen, wie du willst, von mir ist auch Manfred, Hauptsache. Wir wissen, wer gemeint ist. Frage 31 bis 40. Für alle Unkundigen, ihr habt Pech gehabt, fangt bei der ersten Folge dieser Serie an. Und, genau, nicht bei der ersten Folge dieses Podcasts, bitte. Nee, lieber bei Folge 3. Aber alle anderen sind natürlich gespannt wie Flitzebogen. Richtig. Und wir schnick, schnack, schnuckeln uns jetzt wieder hier, wer anfängt. Ich habe beim letzten Mal freiwillig angefangen, jetzt bist du dran. Okay, dann fange ich jetzt freiwillig an, das war einfach. Das wird eine schöne Frage. Und die Antwort ist in unserer Community allgemein bekannt. Ja, next. Frage 32. Nein, bitte. Komm, Schelte, Frage Nein, Nummer 31. Was war die größte Dummheit, die du jemals gemacht hast? Ja. Warte, darf ich die Frage für dich beantworten? Du hast mal mit so einem Typen aus Walsum angefangen, Podcasts aufzunehmen. Du hast die Antwort falsch gegeben, weil ich sage grundsätzlich, ich habe mit so einem Idioten aus Walsum einen Podcast angefangen. Ja, aber ich nenne mich selber doch nicht Idiot, das wäre ja blöd. Egal, komm. Ja, lass mal das. nein, die größte Dummheit. Diese Frage habe ich schon mal beantwortet. Ich weiß aber nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich habe die Frage auch schon mal beantwortet. Das war noch, als wir den Themengenerator hatten. Richtig. Was habe ich denn da gesagt? Hört einfach in die Folge. Wir gucken mal. So machen wir das nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber solche Antworten sind bei mir auch meistens immer so spontan. Ich nenne dann immer so das Erste, was mir eingefallen ist. Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe mal mit so einem Idioten aus Walsum Podcast angefangen. Nein, die größte Dummheit, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, viele Erlebnisse, die ich aufgrund von diversen Stimmungsschwankungen nicht mitgenommen habe. Ja, das könnte man so auch auf mich theoretisch übertragen. Ich muss sagen, dass ich teilweise die größte Dummheit ist meine Faulheit, die ich mittlerweile im Griff habe. Aber wäre ich teilweise nicht so faul gewesen, hätte ich vielleicht, ich bin zufrieden, so wie es jetzt ist, keine Frage, aber hätte ich wahrscheinlich mehr erreichen können, sei es von der Schulbildung her. Das war auch meine Antwort damals, als ich gesagt habe, von wegen, ich hätte viel mehr aus meinem Leben machen können. Sei es von der Schulbildung her oder sonst irgendwas, ich hätte bestimmt mehr machen können aus meiner Schulbildung zum Beispiel. Also Abitur war ich einfach, ich bin nicht zu blöd dafür, ich bin zu faul dafür gewesen. Mhm. So, muss ich einfach so sagen. Weil Abi ist jetzt nicht das Schwerste von der Welt. Nö, ist machbar. Wenn ich sehe, was für Leute Abi haben, denke ich mir so. Ja, hallo. Folge 32. So, Frage, nicht Folge. Folge 32. Das ist auch immer noch warm. Es war her. Welches ist die sinnloseste Sache, von der du weißt, wie sie funktioniert? Sinnlose Sache, von der ich weiß, wie sie funktioniert. Ich kenne sinnlose Aussage. Die habe ich mir irgendwann mal... Wie eine Aussage funktioniert, wissen wir, glaube ich, alle. Ja, nein, es ist so, ich weiß, bei welchem Luftdruck Wasser exakt bei 100 Grad kocht. Das werde ich niemals vergessen. Ich wusste das auch mal, aber irgendwie sind weg. Ja, ich hatte so ein ganzes Halbjahr Chemie in meiner Schullaufbahn und das... war so eine Aussage und das ist hängen geblieben. Okay. Das sind nämlich 1013 Hektopascal. Na dann. Ja. Der arme Pascal, ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Aber sinnlose Sache, von der ich weiß, wie sie funktioniert. Puh.
Ich weiß, wie man Luft zum Stinken bringt. Keine Ahnung. Ohne die Hände zu benutzen, das ist der Wahnsinn. Die sinnloseste Sache, von der ich weiß, wie sie funktioniert. Ich weiß, wie man Wurst macht. Das ist mal nicht sinnlos, weil Wurst ist lecker. Ja, aber für mich ist es sinnbefreit im Sinne von, ich werde wahrscheinlich niemals selber Wurst machen. Ja, gut, okay, ja. Ja. Also ich glaube, okay. Glaub, die sinnlose Sache, von der man weiß, wie man funktioniert, alles, was ProSieben Galileo in den letzten 5 Jahren als Beitrag hatte, wo Jumbo Schreiner nicht mit involviert war. Ja, ich, auf mich bezogen, ich weiß auch, wie man einen Lachs auf Schuppe schön zubereitet, ich esse den aber nicht. Ja, weiß ich nicht, also keine Ahnung, ich weiß, wie eine Klospülung funktioniert, also mechanisch, technisch. Ja. Aber ja, für manche... Ich weiß viele sinnlosen Kram. Es ist halt die Frage, für irgendwen ist es nicht sinnlos. Ne? Ich weiß zum Beispiel ganz, ganz viel, wie im Hochspannungsbereich die ganzen Sachen funktionieren in der Elektronik. Das ist für dich genau richtig scheiße langweilig, aber ich weiß, wie das funktioniert. Ich brauche das auch nicht unbedingt, aber ich weiß, wie das funktioniert. Ja. Egal, somit fängt 33 an. Ja. Egal, ob klein oder groß. Kannst du mir eine Sache erzählen, von der sonst niemand weiß? Ja. Dann tu das bitte. Nein, steht da nicht. Kommst du eigentlich da oben an den Teller? Ja. Ja, genau so. Egal, ob klein oder groß. Also das ist eine Sache, beim Date, da wäre ich vorsichtig mit. Weil wer weiß, was dabei rumkommt. Wenn du dann wirklich da jemanden sitzen hast. Die Frage ist, wenn man schon wieder so ein, ne, ja, Dingens, so ein zweideutiges Gehirn hat, irgendwie dann. Egal ob klein oder groß. Egal ob klein groß. Oder groß, kannst du mir eine Sache erzählen, von der sonst niemand weiß. Wenn du dann sagst ja und erzählst das, dann weiß ich nicht. Ja, kann ich nicht klein. Ich weiß nicht, was erzählt man denn da? Irgendwas, was man Blödes gemacht hat? Man Lustiges ich gemacht weiß hat. Eigentlich nichts, weil das Problem ist, alles, also ich habe leider Gottes den Hang dazu, so Sachen, die andere Leute geheim halten würden, weil sie sich dafür schämen, klub ich raus für einen Lacher. Die erzähle ich jedem. Ja. So. Ich habe auch, weiß ich nicht, also ich hab, man, wenn man mich, wenn man, also ich bin nicht so einer, der alles rausposaunt, nur wenn man mich irgendwas fragt, dann gebe ich eine ehrliche Antwort und ich bin... Ja. Bin jetzt nicht unbedingt super gläsern, aber es gibt nichts, wo ich sagen würde, das kann ich jetzt erzählen, das weiß niemand. Es gibt eine Sache, von der ich weiß, von der ich bei dir weiß, dass sie niemand anders weiß. Die weiß ich noch nicht mal. Doch, die weißt du auch. Ja. Und es ist auch eine Sache, die fast jeder Mensch hat, von der aber niemand anders weiß und auch niemand anders eigentlich wissen möchte, theoretisch. Ja gut, es gibt Stellen an meinem Körper, die kann ich nicht sehen, aber... Der Suchverlauf auf Pornoseiten. Ich möchte deinen nicht sehen, du möchtest meinen nicht sehen. Und es wird nie jemand davon erfahren. Nein, aber ich... Keine Ahnung. Ich laufe fast immer barfuß rum, aber was trotzdem keiner weiß, ist, ich habe ein Muttermal direkt auf dem linken Fuß. Und ich habe ein Muttermal im Auge. Das weiß kaum jemand. Aber das ist so. Weil mir keiner so genau in die Augen guckt. Ja, sondern möchte ich da im Auge auch nicht kommen. Und weil mir keiner auf die Füße guckt, weil die echt nicht schön sind. Das ist, du hast haarige Hobbitfüße, das habe ich immer schon gesagt. Ich bin ja auch klein. Ja, ja. Aber nicht so hübsch wie Elijah Wood. Das ist richtig. Also das ist so, das habe ich jetzt erzählt. Ja. Die sind nicht groß, die Muttermale, im Gegenteil. Nö, die Frage war ja nur, ob ich eine Sache erzählen kann, von der sonst niemand weiß. Ja, kann ich. Ja, ganz gut, cool. Dann mach doch bitte weiter mit. Wenn du deine Vergangenheit ändern könntest, was würdest du ungeschehen machen? Ich würde niemals, als Dice mich gefragt hat, gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Gar nichts. Das aber steht jetzt auch schon wieder im Kontrast zu dem, was du vorhin gesagt hast, bezüglich deinem Schweinehund. Jetzt kann man wieder über Zeitreisen philosophieren. Ja, ja, aber also, wenn du da... Ohne dass man irgendwie irgendwelche Konsequenzen... Also das Leben ist genauso, wie es jetzt geht, genauso weiter, wie es jetzt ist. Es passiert alles so, aber
man hat vielleicht irgendwas besser gemacht. So, dann wäre es für mich der Moment, dass ich sage, ey, komm, wie, siebte bevor Klasse, du, bevor, sei nicht so, oder achte Klasse, sei nicht so. Ja, nee, ich sag mal, bevor so du dir jetzt einen Knoten in die Zunge sammelst, klar, wir gehen beide damit konform, dass wir eigentlich nicht immer den richtigen Weg genommen haben, aber die Wege, die wir genommen haben, die haben uns hier hingeführt und damit sind wir eigentlich zufrieden. Richtig, Punkt. Genau. So, ich bin natürlich Verfechter der Meinung, besser geht immer. Ja. Wenn ich meine Vergangenheit ändern könnte, ja, es gibt Dinge, die ich bereue, gemacht zu haben oder eher bereue, nicht gemacht zu haben, und ich glaube, da würde ich einiges ändern. Ich würde viele Sachen mit meinem Wissensstand von heute anders angehen. Ich würde mich, es gibt Menschen, denen würde ich mich anders gegenüber verhalten, sowohl positiv als auch negativ. Mhm. Und ich glaube, solche Sachen, ob im kleinen oder im großen Rahmen, die hat einfach jeder Mensch. Und da jetzt genau rauszuhauen, weiß ich nicht. Das wird auch hier den Rahmen sprengen. Ja. Jetzt mal so unter dem Gesichtspunkt, ne? Sommersprosse? Nee, unter dem Gesichtspunkt eines Dates, ja, wenn man etwas über den anderen herausfinden will. Was möchtest du mit dieser Frage bezwecken, wenn du deine Vergangenheit ändern könntest? Was würdest du ungeschehen machen? Ja, du kannst zu dem Date zugesagt habe, oder was willst du hören? Dass ich auf Tinder nach rechts geswiped habe. Ja, richtig. Ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist natürlich dann auch so eine Einstellungsgeschichte. Ob man jetzt da sitzt und, wie du sagst, so in... Ne, ich bin, oder wie wir, da einfach zu sitzen und zu sagen, wir sind eigentlich recht zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Klar, hätte man das einfacher haben können, da hinzukommen. Finde, ja, ich, habe ich jetzt unsere Situation oder unsere Meinung sehr schön zusammengefasst. Richtig. Oder ob jetzt jemand da sitzt, der da wirklich sagt, so, dat. Ja, wenn man einfach so davon zeugt, dass man relativ unzufrieden ist und relativ viele Sachen gemacht hat, die man bereut. Exakt. Oder beziehungsweise eben nicht gemacht hat, weil ich habe mir mal sagen lassen, man bereut am Ende immer nur die Sachen, die man nicht gemacht hat. Ja. 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 Weil wie kannst du auch eine Sache bereuen, die du. Also, ja. Ja, kannst du. Egal. Tritt mal mit Absicht von Türrahmen mit dem kleinen Zeh. Bereust du. Machst du nicht nochmal. Ja, aber bereust du dann auch in dem, ja, Moment. Okay, ja. Ist ja gut. Ja. 35. 35. Könntest du bis an dein Lebensende nur noch eine Sache essen? Was wäre das? Schnitzel. So unglaublich klischee-mäßig diese Antwort ist, aber ich stehe einfach auf Schnitzel. Jetzt. Ja. Also das ist jetzt wirklich nur unter diesem Gesichtspunkt mein Lieblingsessen. Möchte ich nicht drauf verzichten, und lebenslang Schnitzel für Lau wäre geil. Spaghetti Bolognese. Ja, aber was ist denn eine Sache? Spaghetti oder die Bolo? Dann die Bolo. Scheiß auf Nudeln. Wer weiß, wie ich Spaghetti Bolognese esse, weiß, ich kann auch auf die Nudeln verzichten. Okay. Jo, kurze Frage, das kurze Antwort. Kurze Frage, kurze Antwort, genau. Welche Charaktereigenschaft magst du an dir am liebsten? Meine Aufgeschlossenheit. Was genau gegenüber? Allem. Ich habe wenig außer, bis gar keine Vorurteile. Außer anderen Meinungen. Ja, die sind scheiße. Ja, richtig. Ja, auch da versuche ich dran zu arbeiten. Ich weiß, dass ich da ein Defizit habe. Wann? Wo bin ich da? Nicht hier. Ja, das ist eine Charaktereigenschaft, die ich an mir nicht mag. Aber ansonsten finde ich meine Aufgeschlossenheit allem gegenüber erstmal gut. Weil ich habe keine Vorurteile, wenn jemand an irgendwas anderes glaubt, irgendwie anders aussieht, sexuell gesehen irgendwie anders ist oder sonst irgendwas. Ja, ist dann so. Und trotzdem ist es ein Mensch. Habe ich auch nicht, es sei denn, er will mir damit auf den Sack gehen. Ja, das ist, ja. Dann gut. Interessiert mich aber auch eher, ja, die Tatsache, dass er mir auf den Sack gehen will. Ja, richtig, richtig. Nicht die Tatsache, dass er irgendwie, ja, oder sie oder es oder sonst irgendwas, sondern, ja. Ja, eine Eigenschaft, die ich an mir am liebsten mag. Schwierig. Ja, ist auch schwierig, aber das ist das, naja, was mir eingefallen ist. Achso, ich dachte, das ist bei mir schwierig, weil ich so wenig positive Eigenschaften habe. Das hast du gesagt, aber dann brauche ich das nicht mehr sagen. Ja, gut, dass du das geklärt hast. Meine Fähigkeit, alles ins Lächerliche zu ziehen,
Also eine Sache, die dich immer schön auf die Palme bringt, aber mir hilft es ungemein. Und, ich verstehe das. Das ist zum Teil, also zum Teil, was heißt zum Teil? Ich kann es auch als Schutzmechanismus einfach verwenden und das ist es einfach. Und es hilft mir ganz, ganz oft in vielen beschissenen Dingen auch ein bisschen was Positives zu sehen. Mhm. Und das ist so das, was mir daran am besten gefällt. Ja. Was ich jetzt dazu sagen könnte bei dir, ist deine positive Einstellung zu allem. Hab ich doch gerade gesagt. Ne? Ja, zu allem nicht. Mm-mm. Also du hast grundsätzlich erstmal eine positive Einstellung. Du gehst an alles erstmal mit einer positiven Energie dran. Und wie lange kennen wir uns jetzt? Jetzt mal, das ist jetzt mein voller Herz. Wie lange kennen wir uns jetzt, Simon? 6 Jahre. Wie lange kennen wir uns und wie oft hast du... Ja, ich gehe sehr oft an positiv an Sachen dran. Aber wie oft sitze ich auch einfach da und sage, boah, nee, ich habe keinen Bock. Und das ist keine positive Einstellung. Ja, und auch gerade wenn wir in der letzten Folge ne, so Sachen, die mir tierisch auf den Sack gehen, da werde ich nicht mit einer positiven Einstellung, da gehe ich mit dem Kantholz dran, aber nicht mit einer positiven Einstellung. Ja, das ist schon klar, aber ja, ist egal. Ja. Das kann ich dir nochmal wann anders erklären, das springt den Rahmen. Okay. machen wir weiter? Können wir. Frage ist beantwortet, ne? Wo sind wir denn jetzt hier? Was war 37? Dann 37, ich, ne? Kann sein. Ja, ist ungerade, du musst. Richtig. Was kannst du an dir überhaupt nicht ausstehen? Weiß ich. Kann ich auch beantworten. Weil ich an mir nicht ausstehen kann? Ja, ich sag mal, das Offensichtliche ist klar. Also, ne, ich bin hart übergewichtig, da muss ich was dran tun, wenn ich wieder darf. Und gib mir mal ganz kurz deine Hand. Nein, ich habe Angst. Gib mir doch mal deine Hand. Jetzt dich. Nein. Spaß. Was kann ich an... Du hast schwitzige Hände. Ja, du auch. Ich weiß. Körperflüssigkeit ausgetauscht. Erstmal ein Corona-Test. An mir, was ich an mir überhaupt nicht ausstehen kann. Ja, das ist eine Sache, die ich jetzt auch schon in 2, 3 Sätzen als Antwort gegeben habe. Mein Schweinehund, meine Faulheit. Ja, und das alles, was so an negativen Stimmungen damit einhergeht. Ja, bei mir ist, was ich an mir überhaupt nicht ausstehen kann, wenn man mal auf die Frage davor ein bisschen zurückgreift. Ich diskutiere gerne. Das ist aber auch nicht das Schlimme, sondern ich vertrete meine Meinung energisch. Der glaubt, der hat immer recht. Das ist das Problem. Und wenn man ihm das schriftlich gibt, dann er nicht recht hat. Es braucht sehr lange, mich dann wird der Gegenteil zu überzeugen. Es braucht Zeit. Also ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal spezifizieren müsste, was mein Schweinehund und meine Faulheit angeht, dann ist bei mir ist halt gerade so Thema Ordnung oder so. Ich bin dann immer zu faul, irgendwas wegzuräumen und rieche mich dann tierisch über mich selber auf und kriege richtig miese Laune, wenn ich dann alles auf einmal aufräumen muss, weil irgendwer zu Besuch kommt. Dann fällt mir ein, ich muss die Bude aufräumen. Ich krieg mal Besuch. Das teilen wir. Ich finde, hier ist eigentlich aufgeräumt. Andere würden sagen, wie sieht denn hier aus? Ja, für deine Verhältnisse ist es echt aufgeräumt. Ja. Staubwischen könntest du mal wieder. Ja, Staubwischen könnte ich mal wieder. Aber man muss auch immer so sagen, ne? Dreckig oder unordentlich. Ja, ne? Ja, klar. Das ist ein Riesenunterschied. Eben. Und dann gibt es noch den Unterschied zwischen dreckig und siffig. Ja. Ne? Also dreckig und ein bisschen staubig, wo du so mit dem Lappen drüber gehst und dann ist weg, okay. Ja. Aber siffig, wo du dann schon schrubben musst. Vor allem unterm Dach, ne? Weißt du, ich könnte theoretisch jeden Tag Staub putzen, aber richtig. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee. Ach, herrlich. So. 38. 38. Welche drei Wörter beschreiben dich am besten? Boah. Mich am besten? Selbsteinschätzung kann ich nicht. Soll ich? Ich hätte jetzt gesagt. Verdammt großer Affe. Yay, yeah, ich hätte jetzt gesagt klein. Du bist nicht klein. Ich bin klein. Du bist kleiner als ich, aber du bist nicht klein. Ich bin, wenn man den deutschen Durchschnitt eines Mannes nimmt, bin ich klein. Ja, aber du bist aber auch, wenn man den deutschen Durchschnitt Durchschnitt des deutschen Mannes nimmst. Den deutschen Mann durchschneidest. Wer steht? Du bist, wenn man den Durchschnitt den deutschen Mann vor sich hat, aber auch verdammt intelligent. Ja, gut, okay. Ja, aber, ich rede jetzt von der körperlichen Größe. Ich meine, du hast ja auch eine relativ kleine Frau gesucht. Vielleicht fällt das deshalb nicht so auf. Das ist aber möglich. Aber ich empfinde dich nicht als klein. Ja, nein, aber... Ne, und ich empfinde eine Menge Menschen als klein. Ich sag von mir selber immer, ich bin klein, weil ich halt unterm Durchschnitt bin. Okay. Und ich teilweise auch auf der Arbeit, ne, dann oberstes Regal, ich komme da nicht dran.
Also ist das für mich ein Zeichen, ich bin zu klein dafür. Okay. Wenn andere Leute einfach da oben so, ja, hier hasse, okay, und ich dann da so stehe, hallo, Hilfe. Soll ich dir von meinem Weibchen aus der Apotheke so einen Greifarm mitbringen? Ja, bitte. Den gebe ich dann dir, weil du willst den ja eigentlich haben. Richtig. Ist der Wahnsinn. Nie wieder nach der Fernbedienung streng. Klein, witzig, laut. Klein, witzig. Ich finde, laut bist du nicht. Also, oder vorlaut, sagen wir es so. Auch nicht. Also ich empfinde dich nicht als laute oder vorlaute Person. Ganz im Gegenteil, ich finde, du bist eher eine ruhige Person von deiner Art her. Ja, bin ich auch. Bist faul. Bist kein Mann intelligenter als vieler Worte. Ja, danke. Viel hilft viel. Wenn viel nicht hilft, nimm mehr. Richtig. Ja. Und nochmal Schippe drauf. Welche drei Worte beschreiben? Ich bin halt wirklich unglaublich schlecht in sowas, in so einer Selbsteinschätzung. Ja, dann üben wir das jetzt. Wir haben ja jetzt noch 60 Fragen, wenn wir hier fertig sind. Ja, cool. Stimmt, ich muss ja auch noch eine Antwort geben, ne? Ja. Muss ich? Musst du. Verdammt. Welche drei Worte? Gib ich die gefällt dir nicht. Welche drei Worte beschreiben mich am meisten? Dick, gesellig, Banda. Dick, gesellig, ja, okay. Panda, klär mich auf. Ich möchte nicht mit dir gucken, so niedlich bist du nicht. Nein, ich finde, Pandas sind einfach großartige Tiere. Die sind einfach von Natur aus tollpatschig, plüschig und sehen niedlich aus und sind eigentlich alles das, was ein Bär eigentlich nicht ist. Also so komplett, was hast du? Irgendwas im Auge. Der spielt hier Saw 1 bis 6 mit seinem Augapfel, mein Gott. Ja, aber genau das, ich würde dich eher als Bär bezeichnen, als Panda, weil du bist nicht niedlich in meinen Augen, du bist nicht, ich hoffe, du bist nicht flauschig. Stellenweise. Nach der OP das Rasieren ein bisschen vernachlässigt, aber... Ich verstehe Panda. Ich habe keine große Möglichkeit, da ich ja auch nicht wirklich gut aussehen bin, ich habe außer meinem Humor... Das kannst du so jetzt nicht sagen. Ja, es gibt immer, schlimmer geht immer, klar, sehe ich ja, wenn ich nach rechts gucke, aber es ist ja, wenn ich nach rechts gucke. Ja, du siehst auch nur die weiße Wand, da kann ich mich dran verstecken, weiß. Nee, du warst in der Sonne, mittlerweile fällt es aus, hast du Klamotten an, die nicht weiß sind. Nee, Fakt ist einfach, ich habe halt nicht so viel Möglichkeit, bei, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt Single wäre, bei Frauen zu punkten. Mir bleibt nur meine große Fresse, mein Humor und... das, was so ein, ich sag mal, sehr ausgeprägter Bauch mit sich bringt, Kuscheligkeit. Ist bei so einem Wetter immer fatal, aber im Sommer habe ich nie Frauen aufgerissen, das geht immer nur im Winter. Ja, also ich würde halt schon, also wenn ich dich beschreiben müsste, gesellig, lustig, ne? Das sind auf jeden Fall die ersten Sachen, die mir einfallen, so bei dir. Und ja, und dick, okay, aber. Ja, sag mal, ich bin ja dick, nicht blind, ne? Ja. Ich weiß ja, wie ich aussehe. Ja. So, 39 und gerade du bist. Worauf kommt man bei dir absolut nicht, wenn man dich bloß anschaut? Dass ich Veganer bin. Wem willst du das denn? weiß ich nicht. Also, worauf bekommt man... Ja, was sagt denn mein Äußeres nicht über mich aus? Ist schwierig, weil Ich bin mein Äußeres. Ich bin ein absoluter Nerd. Ich sitze lieber in der Bude, als Sport zu machen. Ja, aber wenn man dich nur anguckt, ja. Ich beantworte das jetzt für dich. Ja, bitte, wenn man bitte. Dich nur anguckt, ja. Geht man nicht davon aus, dass du viel über Lebensmittel und ihre Eigenschaften und das Kochen verstehst. Bei dir denkt man im ersten Moment so, boah, der isst doch eh nur Burger King. Dabei ist das ja gar nicht so. Was Kulinarische angeht, hast du ja schon ordentlich Ahnung. Und das ist richtig. So. Du weißt auch, wie man Fried Chicken macht, okay? Ja. Oh, ja. Und ich mache ein verdammt gutes Fried Chicken. Das ist richtig. Aber du weißt halt auch, wie man sich im Normalfall gesund ernähren kann. Könnte. Könnte. Wir nehmen mir bewusst den Konjunktiv. Ja, natürlich weiß ich. Also nur weil ich Ernährungsregeln konsequent ignoriere, heißt das ja nicht, dass ich nicht darüber... Ich weiß ja, was ich falsch mache. Ja, aber wenn man dich halt nur anguckt, das musst du so sehen. Ja. Da wird man nicht drauf kommen. Ja. Du bist kein Ernährungswissenschaftler, aber... Ich war mal auf dem besten Weg, einer zu werden. Ökotrophologie war mal Wahrpflichtfach im Abi. Gesundheit, habe ich kein Wort verstanden. Ernährungswissenschaften. Ja, danke. Red doch Deutsch mit mir. Hab ich doch. Mensch. Dann muss ich das jetzt auch für dich beantworten, ne? Ja.
Also wenn man, wenn ich versuche jetzt gerade mal zurückzuspulen in dem Moment, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Oh, ne, besser nicht. Ich bin einer von denen, der dann leiden gelernt hat. Ja, können wir nochmal zu der Frage zurückgehen, zu wem ich meine Meinung ins Positive geändert habe. Oder mäßig positiv. Ich finde das immer schwierig, so eine Frage zu beantworten, weil ich behaupte, relativ schnell mit meiner Menschenkenntnis glänzen zu können. Im Sinne von, dass ich viele Sachen, so oberflächlich das jetzt auch klingt, dass ich viele Sachen jemandem ansehe. Und ja, ich sag mal, deine Haupteigenschaften, die habe ich dir angesehen. Die da wären? Ich sag mal, so Sachen, die einen beim ersten Zusammentreffen oder beim ersten Mal hingucken einfach interessieren. So, dass du hobbymäßig Musiker bist, okay, das wusste ich teilweise im Vorfeld schon. Aber so ein bisschen den nerdigen Lifestyle, dass wir eigentlich relativ gut miteinander klarkommen. Ich muss gerade schon wieder aufstoßen. Ich hab doch gerade. Du hast doch gar nichts getrunken, wolltest du sagen, ne? Ja, richtig. Ja, aber das manchmal ist das einfach so. Richtig. Bei dicken Leuten. So das Brennus und so. Ja, so das Brennus. Genau. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde. Deine. Nee, stimmt so auch nicht. Deine Vorliebe für Fast and the Furious. Ja, also ich kann das für mich selbst halt wieder, das ist wieder die Sache der Selbsteinschätzung, aber ich hätte ein Beispiel, wenn man mich nur ansieht, dass man da nicht drauf kommt. Vor allem, wenn man mich jetzt so den ganzen Tag oder den ganzen Abend lang beobachten würde, würde man nicht darauf kommen, dass ich mal Leistungssport gemacht habe. Das ist richtig. So. Weil ich rauche, ich trinke und ich bin auch nicht die Bohne im ja. Ne? Aber jetzt nicht, dass ich vielleicht nicht überhaupt gar nicht sportlich bin, das wird man vielleicht nicht sehen. Du bist ja auch tatsächlich, wenn du wieder darfst, wenn ich sportlich, wieder darf. Ja, auch wenn du nicht, aber Sport ist halt nicht gleich. Können wir uns beeilen, ich tropfe. Du tropfst? Ja. Ja, okay. Aber das ist so das, was ich sagen würde. Da kommt man nicht drauf. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Ja, gut, aber ich sag mal, jetzt. Das, ich will, ich will nicht, halt ich meine, nicht. Nee, das ist ja natürlich eine Tatsache, die schwerwiegend ist. Aber ich sag mal, wenn man mich sieht, kommt man auch nicht darauf, dass ich in der vierten Klasse mal in der Deutscharbeit in 2 geschrieben habe. Weißt du, was ich meine? Ja, das ja. sind ja so vergangene Sachen, mit denen du jetzt nichts mehr zu tun hast. Ist schwierig. Ja, nee. Das ist halt, kann man die Frage richtig beantworten? Kann man nicht. Ja. So, Pfirsich. Schon wieder? Ja, jetzt Frage 4 sich, ne? Ach so. Oh, verrätst du mir deine schönste Erinnerung? Meine schönste Erinnerung? Mach mal daraus 2 Fragen. Einmal hätte ich gerne deine schönste Erinnerung und dann hätte ich deine schönste Erinnerung, die mit mir zu tun hat. Okay. meine schönste Erinnerung. Ich erinnere mich, das sind so die schönsten Erinnerungen, die ich so habe, mich sehr gerne an meine Oma. Weil meine Oma hat mir Schachspielen beigebracht. Meine Oma war immer da, weil die bei uns im Haus gewohnt hat. Ich habe mit der Mensch ärgerlich nicht gespielt und Halma und überhaupt. Und das sind so meine schönsten Erinnerungen. Auch an die in Anführungszeichen Kindheit. So, das sind die schönsten Erinnerungen. Ansonsten eine sehr, sehr schöne Erinnerung ist selbstverständlich meine Hochzeit. Wäre falsch, wenn ich das nicht erwähnen würde. Vor allen Dingen, weil deine Frau unser Podcast hört. Richtig. Ja. Tut sie. Wenn nicht, zwinge ich sie. Oder ich habe tatsächlich letztens zum Einschlafen gemacht. Ja. Hat auch funktioniert. Ich kannte die Folge ja schon. Ja. Und jetzt eine Erinnerung. Mit mir. Mit dir. Ja. Es gibt halt viele, viele schöne Erinnerungen. Auch die, mit keine Ausreden, hau raus. Schönste Erinnerung, als wir, ich glaube, das war das erste Mal, wo ich mit auf dem Olgas Rock war, wo wir von damals Osterfeld, wo deine Ex gewohnt hat, ja, dahin gelaufen sind. Ja, ich glaube, ich weiß, was Mädels du meinst. Die Mädels vor uns gelaufen sind und wir uns die ganze Zeit über Gott und die Welt unterhalten haben. Okay. Daran erinnere ich mich gerne zurück. Ja, ich weiß auch ganz genau, mit welchem Satz ich das Gespräch angefangen habe. Ja, ich auch. Und das ist auch die Erinnerung. nee. Meine schönste Erinnerung an sich, die ich habe, war, das klingt jetzt sehr kitschig, aber das war so, als ich damals so den
Großteil des Freundeskreises kennengelernt habe, den ich jetzt habe. Ja. Wirklich diese bedingungslose Freundschaft, in Anführungszeichen, Leute, die mich akzeptiert haben, so wie ich bin, die damit klargekommen sind, so wie ich bin, und die gesagt haben, hey, so wie du bist du cool. Oder so wie du bist du okay, und so wie du bist, möchten wir dich haben. Weil ich das lange, lange Jahre vorher nicht hatte und mich immer wieder verstellen musste und immer wieder auch dafür, sag ich mal in Anführungszeichen, verurteilt wurde. Ja, Teenager sind scheiße, Kinder auch. Und das sind so viele kleine Erinnerungen, die sich zu einer großen Erinnerung zusammenbasteln, mehr oder weniger. Da die Freunde, da habe ich ja auch schon oft genug gesagt, alles, was so mit den Freunden zu tun hat, die ich jetzt habe, alles positive sind. Da ist natürlich auch schon mal Kacke passiert, ne? Da denkt man nicht so gerne zurück. Aber da kann man sich auch wieder sagen, die Tatsache, dass wir solche Scheißsituationen durchgestanden haben. Ja, ja, so, und meine schönste Erinnerung mit dir, da denke ich auch immer wieder gerne dran zurück und auch immer wieder, wenn ich irgendwo einen roten Plastikbecher oder so einen komischen Hüpfball sehe. ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Tanz in den Mai, ne? Ja, da habe ich immer so viele Erinnerungen dran, aber jetzt, wo du sagst. Tanz in den Mai wird traditionell bei unserem lieben Sadie im Schrebergarten gefeiert. Seit mittlerweile war das nicht, glaube ich, sogar das Tanz in den Mai, was er mit verknüpft hat mit seinem Abschied? Auf jeden Fall war es eine mordsmäßige Party. Ja, richtig. Und seit über einer Dekade wird halt Tanz in den Mai beim Stadium Schrebergarten gefeiert. Es fließen immer diverse Liter Alkohol. Und ich weiß, ich kam relativ spät an dem Abend. Normalerweise bin ich immer mit einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste, die da aufschlagen. Und ich kam relativ spät an dem Abend und ein leicht alkoholisierter ich habe selten Menschen gesehen, der geschafft hat, mit dem 91-Grad-Winkel zu gucken. Timo kam auf mich zu, da ist mein Bierpong-Partner. Und das war eine Sache, wo ich mir dachte, ja, der Typ ist doch ganz cool. Um mal die Brücke zu schlagen auf Leute, die sich das Positive dann bei mir doch erspielt haben. Ja, und jetzt, ehrlich gesagt, der war nicht meine erste Wahl, aber er war die beste Wahl. Oh ja. Er war nämlich nüchtern. Ach, schön. Ich habe auch diverse weibliche Unterwäsche an dem Abend gesehen. Weil die Mädels versucht haben, beim Bierpong abzulenken, indem sie ihre Rücken. Ja, aber wenn man in einem 91-Grad-Winkel guckt, dann ist das gar nicht so schlimm. Ja, ich erinnere mich da auch dunkel dran. Ja. Auch, dass diverse Stoffe entfernt wurden, aber es hat alles nichts gebracht. Wir haben trotzdem gewonnen. Ja, eben. Würde ich so sagen. Ja, richtig. Ja, sollen wir mal gucken hier? Guck mal, was die Zeit sagt. Egal, was die Uhr sagt, weil wir sind fertig halt. Ne? Ja, richtig. Die Pfirsich ist fertig. Pfirsich, boah, dann haben wir in der nächsten Folge haben wir dann die Hälfte durch. Ne? Da haben wir die Hälfte dann durch, richtig. Das, okay. Das ist auch schon wieder über 30 Minuten. Ja, sicher. Das passt doch. Ne? Finde ich auch. In diesem Sinne. Viel geredet. Nichts gesagt. Schönen Sonntag noch.